Danke erstmal für sowohl die Einladung als auch die Einführung. Wobei mit den Experten, das bin ich nicht. Ich bin einfach jemand, der ein Buch darüber geschrieben hat. Und bin da auch eher, das war auch kein Plan, dieses Buch zu schreiben. Oder es gab auch keinen Auftrag. Das wollte eigentlich auch lange Zeit niemand haben, so ein Buch. Also es gab dafür keinen wirklichen Markt. Ich bin dann auch eher durch Zufall dazu gekommen, also es wurde schon gesagt, ich bin Künstler, wobei als Künstler tue ich weniger oder versuche, also tue ich nur ab und zu was, wenn mich was interessiert, wie zum Beispiel so ein Buch schreiben. Und dazu bin ich gekommen durch so ein Missverständnis. Ich habe vor 8 Jahren einen Anruf bekommen von Bekannten oder Freunden und das war so ein sehr langer, umständlicher Anruf. Man kennt es, kennen wahrscheinlich die meisten, man wird angerufen und man merkt, da will jemand etwas von einem. Und deswegen werden dann erstmal sehr viele nette Sachen gesagt und es wird ganz umständlich eine schwierige Geschichte erzählt. Es ging um einen gemeinsamen Bekannten, einen Musiker aus Island, der in Deutschland eine Tournee machen sollte und von dem ich auch wusste, dass er seit 30 Jahren Amphetamin zum Arbeiten gerne nimmt. Und weil das halt in Island Island ist eine Insel, da muss alles hingebracht werden. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig gewesen mit der Beschaffung des Speeds. Und deswegen hatte sich das Gesundheitsministerium in Island überlegt, dass man als Substitution, also als Ersatzdroge für Speed, denjenigen, die das meinen, dass sie abhängig sind, Ritalin gibt. Und das hat das Leben von diesem Bekannten erleichtert, weil er sich halt nicht mehr darum kümmern musste. Er musste einfach nur einmal die Woche zum Arzt gehen. Es wurde dann aber etwas schwieriger in dem Moment, als die Zahl der hyperaktiven Kinder, also Kinder, die ADHS haben, in Island wie auf der ganzen Welt in den 90er Jahren stieg. Und dann hat das Gesundheitsministerium in Island entschieden, zuerst die Kinder und dann die Abhängigen. Und dadurch war es A nicht immer ganz, ganz sicher, ob sich das jetzt ausging oder ob wieder noch mehr Kinder da sind und der Plan nicht richtig gestimmt hat. Jedenfalls hätte es auf gar keinen Fall gereicht, um ausreichend jetzt Ritalin anzusparen, damit er seine Tournee organisieren konnte. Und er konnte sich aber auch nicht so richtig vorstellen, das so ganz ohne zu machen. Und deswegen dachte er, er geht wieder zurück auf Speed und fragte dann halt Bekannte in Deutschland und unter anderem eben mich, ob ich es besorgen kann. Und weil er halt auch immer sehr freundlich war, habe ich dann gesagt, ja. Und hatte in dem Moment gar keine Ahnung, wie ich das tun sollte. Ich habe in so einem kleinen Dorf, im sogenannten Zonenrandgebiet, das war so da, wo die Grenze war, damals gelebt, und bin dann so ein bisschen hilflos so durch den Tag geschlittert und bin zum Sport gegangen und habe dann so auf diesem Fitnessgerät so gesessen und meinen Sport gemacht. Das mache ich sonst nicht, aber da habe ich das so aus Langeweile gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich einfach den Trainer. Irgendwie war der so nett. Und ich dachte, vielleicht kann der einfach mir das so erzählen. Dass vielleicht irgendwo jemand an der Ecke steht oder es gibt irgendein Lokal oder irgendwas. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte keinen Speed kaufen. Er sagte, gar kein Problem. Wie viel brauchst du? Ich sagte, 30 Gramm. Und sagte, das ist ein bisschen mehr, das dauert einen Tag länger und einen Tag später habe ich das dann bekommen für 10 Mark pro Gramm. Und das fand ich sehr interessant. Ich hatte dann so eine kleine Filmdose, die war sogar voll mit diesem weißen Pulver. Also ich hatte schon von Drogen Ahnung, aber Speed kam da nie vor. Und dann habe ich angefangen so nachzudenken, was ist das irgendwie? Das benutzt der eine, um Musik zu machen. Die Kinder können sich damit besser in der Schule konzentrieren. Und das bekommt man im Fitnessstudio für 10 Euro. Und habe dann angefangen, so, ja, mich damit zu beschäftigen. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass es halt über alle möglichen Drogen wahnsinnig viel Informationen gibt oder dass man sich sehr einfach und gut informieren kann. Das ist aber scheinbar Amphetamin und Speed so ein bisschen was wie ein blinder Fleck. Im ersten Moment habe ich gedacht, ein blinder Fleck der Drogengeschichte sind. Weil es gab zu dem Zeitpunkt es gibt ein einziges Buch von 1975, das ist am MIT in den USA erschienen, was so umfassender versucht, das mal so
die Entwicklung zu beschreiben, weil es so eins von diesen Drogenbüchern ist, die schon auf der ersten Seite sagen, das ist was ganz Schlimmes und das ist ganz gefährlich und man tut sich damit ganz fürchterliche Sachen an. Und, aber sonst gibt es nichts, während es über die meisten anderen Drogen, über Heroin und Cannabis und Ecstasy, sehr viele Bücher gibt. Es gibt natürlich kleine Lexika-Absätze, es gibt hier und da was. Und das hat mich natürlich noch sehr viel neugieriger gemacht, dass es eigentlich keine Geschichtsschreibung dazu gibt. Ich bin relativ schnell dann drauf gekommen, warum es die nicht gibt. Das hat einmal damit zu tun, dass es immer eigentlich eher eine Droge gewesen ist für arme Leute, die also keinen bürgerlichen Echokörper dahinter haben, der dann eine Geschichte dazu schreibt. Und natürlich auch, weil Speed sehr, sehr einfach unauffällig und normal ist. Es ist einfach sehr, sehr ähnlich, wie industrieller Kapitalismus aussieht. Es hat nichts Exotisches wie Heroin, es hat keine jahrhundertelange Geschichte, es ist einfach sehr jung und neu. Und es ist einfach immer so mitgelaufen. Und durch dieses Mitlaufen taucht es an ganz, ganz vielen Punkten, so am Rand auf. Es taucht in sehr viel, es gibt sehr viel Literatur, es gibt sehr viel Musik, aber einfach nur in kleinen Fragmenten. Und die Arbeit an dem Buch hat dann, oder der Reiz hat daran bestanden, einfach diese ganzen vielen kleinen Teile zusammenzutragen und die zusammen zu puzzeln. Und was ich jetzt einfach mal so im Schnelldurchlauf machen werde, ist so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wie diese Droge entstanden ist und auch so ein bisschen die Fragen, warum ich denke, dass das unglaublich interessant ist. Das Ganze ist ein Abfallprodukt der zweiten industriellen Revolution, ist so 1887, hat ein rumänischer Chemiker seine Doktorarbeit in Berlin an der Humboldt geschrieben. Der hat sich für künstliche Stoffe interessiert, Zeit industrieller Revolution. Man hat versucht, irgendwie neue Dinge, die man verwerten kann, industriell zu finden. Der hieß Edelano und ist aber dann bekannt geworden durch ein Raffinerieverfahren, also wie man Öl besser verwerten kann. Und hat sich natürlich bei diesem Kunststoff, der für ihn eher so ein technisches Problem war, nicht im geringsten dafür interessiert, wie der auf den Körper und auf den Stoffwechsel wirkt. Deswegen war das auch eine mehr oder minder akademische Arbeit, die dann, wie andere Doktorarbeiten, in die Bibliothek gegangen ist und dafür hat sich 50 Jahre niemand interessiert. Zu dem Zeitpunkt gab es auch noch gar nicht eine Vorstellung davon, aber nur eine ganz, ganz vage Vorstellung, dass das Gehirn so funktionieren könnte, dass man an bestimmten Punkten bestimmte Substanzen wie Adrenalin, Amphetamin ist Adrenalin, chemisch sehr, sehr ähnlich, hinzufügt und dadurch die Reaktionsmuster verändert. Das ist eigentlich dann erst auch in dieser Zeit um 1900 entdeckt worden. Da hat man das erste Mal Adrenalin synthetisch hergestellt und so isoliert. Und Interesse ist aber dann halt wiederum nur an Amphetamin entstanden, aus einem Verwertungszusammenhang, nämlich dadurch, dass in den 20er Jahren hat man Asthmaanfälle behandelt, mit Ephedrin. Ephedrin ist eine pflanzliche Droge, ein Anregungsmittel, was es in Asien schon sehr, sehr lange gibt. Und das weitet die Bronchien, ähnlich wie Amphetamin auch die Bronchien weiten. Und dadurch kann ein Asthmaanfall unterbrochen werden. Und in den USA, einerseits war es ein natürliches Produkt, natürliche Produkte haben ihre eigenen Kosten und haben natürlich auch eine Ähnlichkeit als Ressource. Und dann gab es immer wieder Exportschwierigkeiten und daraufhin hat eine allergologische Praxis in Los Angeles angefangen, sich umzusehen nach einem Ersatzstoff dafür. Und dabei ist man halt auf dieses Amphetamin gestoßen und hat daraus ein Salz hergestellt, hat dann bei der Forschung auch schon sofort bemerkt, es hat sehr viele andere Wirkungen, es wirkt sehr, sehr anregend, das löst die Lust zu sprechen. Und das hat man aber vernachlässigt, weil man gesagt hat, man kann das unheimlich billig herstellen und hat ein Konkurrenzprodukt zu diesem Ephedrin, was damals so normal in der Apotheke erhältlich war, und ist damit 1933 auf den Markt gegangen. Das war so ein kleiner, so wie ein Vic Medi-Night, das kennen wahrscheinlich die meisten, so ein, was man in die Nase reinsteckt. Das war damals noch aus Metall und etwas größer. Und
Das sollte man dann einfach, wenn man einen Asthmaanfall hat oder wenn man eine Erkältung hat, in die Nase hineinstecken und dann wurde dieser Anfall für den Moment aufgehoben durch diese Weitung der Bronchien. Und das kam also mitten in der amerikanischen Wirtschaftskrise auf den Markt, eigentlich ein ganz schlechter Zeitpunkt, um Produkte so rauszubringen und war sofort ein unglaublicher Erfolg. Und es wurden Massen davon abgesetzt, von diesen kleinen Stiften. Und sehr schnell sehr viel mehr Stifte, als es überhaupt Asthma-Kranke geben konnte. Und da in dem Zusammenhang sind dann zwei Sachen interessant, weil da tauchen so zwei Strategien der Pharmaindustrie auf, die es bis dahin nicht gab. Es war überhaupt die bis zu dem Zeitpunkt erfolgreichste und am schnellsten verbreitetste pharmazeutische Droge. Und die Firma hat sich dann überlegt, dass noch viel, viel mehr von diesen Stiften verkauft werden können, wenn man es eben nicht nur gegen Asthma anwendet oder gegen Erkältung, sondern wenn man weitere Anwendungsgebiete entdeckt. Das ist für uns heute relativ normal, ist aber im Zusammenhang mit Amphetaminen entdeckt worden. Und daraufhin wurden dann, das ist dann auch bei Valium sehr wichtig gewesen, bei Prozac sehr wichtig gewesen. Prozac wird heute, das ist ein Antidepressiva, was immer wieder für andere Formen von psychischen Abweichungen eingesetzt wird. Jedenfalls hat man sehr viele Forscher darauf angesetzt, weitere Anwendungen zu entdecken. Und da kommt eine zweite Strategie dazu, nämlich die Trennung der Förderung der Forschung und der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Das heißt, jemand macht ein Forschungsunternehmen und sagt, was damals real war, ich untersuche, ob Amphetamin wirkt bei Parkinson und bekommt dann die Förderung von der Firma. Für die Publikation, also die Veröffentlichung des Forschungsergebnisses, muss er in einem zweiten Anlauf nochmal einen Antrag stellen. Das heißt, wenn der Firma das Ergebnis nicht genehm ist, wird es einfach nicht veröffentlicht. Mit dieser Doppelstrategie hat es dann der Hersteller SmithKline, die Firma gibt es bis heute, die heißt heute Glaxo, geschafft, innerhalb von 8 Jahren 40 Anwendungen für Amphetamin zu entwickeln. Das wurde dann bei Polio gegeben, zum Alkoholentzug für Kinder, eben schon ab 1937, um sich für Kinder, die in der Schule auffielen, dass sie sehr aktiv wären, für Krankheiten, die wir heute auch nicht mehr kennen, Koffeinmanie. Es ist dann das erste Antidepressiva gewesen. Depression, was heute ja auch so eine sehr verbreitete Krankheit ist, hat es bis in die 1940er Jahre nicht gegeben. Es gab melancholische Menschen oder es gab Menschen, die auch so sich teilweise in gedrückten Zuständen fanden, aber dass man von einer Krankheit der Depression gesprochen hat, taucht erst in dem Moment auf. Da ist ganz interessant, es ist eine andere Behandlungsform als die heute verbreitet. Damals gab es die Vorstellung, der oder meistens die Depressive hätte sozusagen den Kontakt zu einem Glücksgefühl verloren und um dieses wieder sich anzueignen, wurden dann so Amphetamin-Schocks verabreicht, es wurde injiziert und dadurch so ein extremes Erleben, Glückserlebnis, also es gibt einfach so euphorisierende Momente bei Amphetamin gesetzt und das sollte dazu führen, dass die Patienten das wieder entdecken. Das hat sich nicht sonderlich bewährt, hat auch sehr häufig zu Suiziden geführt. Das hat damit zu tun, dass wenn jemand sozusagen schon eine melancholische Disposition hat und dann der Haushalt, also der Haushalt, der Hormonanteil, der sowas wie Glücksgefühle reguliert, so extrem gepusht wird, dann kommt hinterher schließlich so ein Tief an oder das, was vielleicht einige als Speedkater kennen oder Amphetaminkater, dass so ein Tief folgt auf ein Hochgefühl. Weil das, was Speed tut, ist ja nicht, dass es wirklich Energie gibt, sondern es drängt in der Wahrnehmung einfach nur das Gefühl von Ermüdung, Erschöpfung oder auch Gedrücktheit in den Hintergrund. Und das muss der Körper aber dann quasi sich wieder einholen. Es gibt also immer so eine Art Payback-Effekt. Da sind noch zwei Personen. Vielleicht wollen Sie reinkommen, wenn alle noch ein bisschen zusammenrutschen, oder? Ja, gerne. Und danke. Ich bin froh.
nach Deutschland wurde dieses amerikanische, also dieses Stift, dieses Benzedrin, die dann auch etwas später als Tabletten auf den Markt kam, in Deutschland wurde es am Anfang importiert und weil einfach in den 30er Jahren ja relativ schon klar war, dass Deutschland bald Importprobleme bekommen würde, weil einfach die meisten Staaten, gegen die es Krieg führen würde, ja nicht mehr dorthin importieren würden. Wurde sehr viel an der Herstellung von künstlichen Stoffen gearbeitet, die man in Deutschland war ziemlich rohstoffarm, mit denen man einfach so Versorgungsengpässe im Kriegsfall aufschieben konnte. Das ging teilweise um künstlichen Treibstoff, aber halt auch eine Möglichkeit dieses Benzedrin, was zwar ohne Rohstoff auskam, aber das als Recyclingprodukt herzustellen. Man hat dann ein Verfahren entwickelt, nicht um Amphetamin zu entwickeln, sondern um Methamphetamin. Methamphetamin ist ein Derivat, also ein Abkömmling von Amphetamin, der dadurch, dass er fettlöslicher ist, bestimmte Schranken im Gehirn leichter überwindet. Das Gehirn hat Filter, mit dem es so Vergiftungen vorbeugt und dadurch, dass das so ein zusätzliches quasi Atom da dran, kann Methamphetamin das wirkt dadurch schneller und auch nicht schneller, nicht stärker, aber auch direkter auf das Gehirn und weniger über den gesamten, es wird nicht über den gesamten Körper verarbeitet, sondern geht direkter ins Gehirn hinein. Und das sollte am Anfang ein Alternativprodukt werden, halt auch zur Bekämpfung von diesen Asthmaanfällen. Das war aber dann halt sehr viel stärker, dieses Recyclingprodukt, das hieß Paritin und wurde dann als Antidepressiva, aber auch als Ersatzdroge für Leute, die Morphium- oder Kokainabhängig waren, verschrieben. Man konnte also zum Arzt gehen und sagen, ich habe ein Problem mit Morphium oder ich habe ein Problem mit Kokain und konnte das dann als Ersatzdroge bekommen. Das würde mich auch nachher, also das ist ein Punkt, der mich sehr, sehr interessiert. Die ganze Geschichte von Amphetamin und Methamphetamin speziell als Substitut, als Ersatzdroge. Und dies in dem Zusammenhang, also die Deutschen haben als erstes so etwas wie einen Krieg gegen Rausch gibt. Es gab zwar vorher Opiumkriege, aber dass im Landesinneren einen Krieg gegen Rausch gibt, so hieß das, was später dann War on Drugs hieß, geführt wird, da ist so dieses nationalsozialistische Modell eigentlich das exemplarische Modell gewesen für den später auch in den USA lancierten War Against Drugs und der sich dann ja internationalisiert hat. Und da spielt natürlich bis heute Substitution, also dass bestimmte Drogen, die illegal kursieren, beziehungsweise nicht kontrolliert kursieren, ersetzt werden durch Industrieprodukte, die kontrolliert abgegeben werden, eine ganz, ganz große Rolle. Das kennen die meisten hier eher von Methadon. Methadon ist auch eine Entwicklung im Dritten Reich. Ist von Bayer entwickelt worden, ist im Dritten Reich aber nicht mehr auf den Markt gekommen, ist dann als Kriegsbeute in die USA gegangen und dort ab den frühen 70er Jahren eingesetzt worden als Ersatzdroge für Heroin. Und ich denke, dass sozusagen eine ganz zentrale Strategie dieses Kriegs gegen Drogen damals schon 1938 entwickelt wurde mit der Vergabe von Methamphetaminen an Kokain- und Morphiumabhängige, nämlich der Versuch der Kontrolle, also einfach nicht sozusagen Menschen wegzubringen von Drogen, oder, sondern einfach nur den Fluss von Drogen und den auch natürlich damit verbundenen Geldfluss zu kontrollieren. Was heute immer extrem problematisch geworden ist, weil zum Beispiel Methadon einfach eine sehr, sehr schädliche Droge ist, eine sehr starke körperliche und psychische Schäden bei den Nutzern hinterlässt und mittlerweile quasi nachgewiesenermaßen schädlicher ist als reines Heroin und halt auch für die Benutzer viel schlimmere Folgen hat. Was parallel passiert, also dieses Methamphetamin war keine militärische Entwicklung, sondern klar ein ziviles Produkt, wobei in dem Kontext der deutschen Mobilmachung. Aber die Wehrmacht fing sich dann dafür an zu interessieren, machte Versuche an Soldaten und bemerkte, dass die viel länger am Stück wach sein konnten. Und dann gab es innerhalb der Wehrmacht eine Diskussion, es gab eine Kontra-Methamphetamin-Fraktion und eine Pro-Methamphetamin-Fraktion. Die Kontra-Fraktion hat damals so argumentiert, dass sie gesagt hat, die Soldaten werden eigentlich nur ausgehöhlt,
Die können zwar drei Tage am Stück kämpfen, sind aber dann nach einer Zeit lang durch diesen Raubbau, den sie an sich betreiben, so erschöpft, dass sie nicht mehr einsetzbar sind. Durchgesetzt hat sich die Pro-Perpetin-Fraktion und die Blitzkriege wurden dann schon unter ganz starkem Einsatz. Also allein in den ersten 4 Kriegsmonaten sind 29 Millionen Einheiten an Methamphetamin ausgegeben worden an die Truppe. Also da wurde einfach vor, direkt vom Sanitäter vor Einsätzen, das massenhaft verteilt. Und es gab einfach auch in jedem Gürtel, war fester Bestandteil des Sturmgepäcks, dass man so einen Sechserpack davon hatte, wenn man in irgendeine quasi Notsituation kam. Zeitgleich passiert noch eine andere Entwicklung, dass Amphetamin wiederum in den USA Teil der quasi Kultur oder Popindustrie wird. Wohl damit der Film Wizard of Oz, den vielleicht viele kennen, der Zauberer von Oz, mit Judy Garland gedreht. Und Judy Garland war eigentlich ein bisschen zu alt besetzt für die Rolle. Das ist ein 10-jähriges Mädchen, was in dem Film hinter dieses, in das Land hinter dem Regenbogen reist. Und sie war schon so in der Pubertät, war 16 und bekam zu frauliche Züge während der Dreharbeiten. Und daraufhin wurde dann erstmal das Kostüm modifiziert, also der Busen wurde so weggespannt und kam ein Korsett. Das schien aber der Produktionsfirma nicht auszureichen und daraufhin hat der Werksarzt dann vorgeschlagen, dass man ihr während der gesamten Dreharbeiten Amphetamin gibt, einfach weil man wusste, es ist appetitübel. Und sozusagen ihren Hunger dann auf null reduziert und damit sozusagen diesen Fortgang der Pubertät unterbricht. Und wenn man dann einfach dieses Lied sieht, also dieses ganz bekannte Over the Rainbow, das ist ein Stück, was wahrscheinlich alle kennen, und wenn man sieht, wie sie das in dem Film singt, sie singt das auch so ganz, ganz weiter fern und es ist auch so ein ganz extremes Flirren, was dann später immer wieder auftaucht, so in der Amphetamin geprägten Musik. Und ich mache das so ein bisschen als so einen Punkt aus, wo das erstmal so Amphetamin als Medium auftaucht, also ein Medium, was musikalische Produktion auch verändert. Genauso wie natürlich Elektrogitarre oder andere Veränderungen in der Herstellung von sich so als Medien zwischenschalten und so eine Veränderung herstellen. Das geht im Falle von Popmusik dann ziemlich stetig so weiter. Das hat in den USA auch damit zu tun, dass im Krieg ist es ja so, dass sozusagen die Annahme, der Feind bestimmt die Waffen. Und die Deutschen hatten jetzt die Vorgabe gemacht, unter Methamphetamin-Einfluss Krieg zu führen, was sich für die anderen Seiten sehr bedrohlich darstellte. Und um das zu kompensieren, haben dann die Briten auch angefangen, haben ein eigenes Methamphetamin hergestellt, ihre Truppen auch damit versorgt. Die Amerikaner haben das am Anfang nicht gemacht, haben nur indirekt durch die Briten ihre Truppen versorgen lassen. Und so ist es dann von einer Armee zur nächsten, bis nachher eigentlich alle, fast alle, unter Methamphetamin-Einfluss diesen Krieg geführt haben. Der Haupterfolg war, es gibt so eine medientheoretische Erzählung, die sagt immer, der Krieg wäre der Vater aller Dinge. Das kann man in dem Falle auf keinen Fall sagen, sondern es ist einfach nur, dass der Krieg oder die militärführenden Systeme sich einer vorhandenen Technologie bedient haben, ihr eine weitere Nutzungsmöglichkeit zuschreiben, nämlich dass man damit gut Krieg führen könnte. Aber es gibt keine Innovation, die sich damit verbindet. Es gab auch nicht das geringste Bemühen, jetzt dieses Methamphetamin irgendwie weiterzuentwickeln, sondern es wurde einfach nur eine Technik, die Technologie, die adaptiert worden ist. Was so der Haupterfolg davon war, ist, dass es zu einer ungeheuren Popularisierung geführt hat, dadurch, dass einfach Hunderttausende damit versorgt wurden und das sich auch zu sowas, einerseits zu so einem Geschenk, es wurde häufig mitgebracht dann, auch weil es einfach war so massenhaft vorhanden, es war ein beliebtes Geschenk, um es mit nach Hause zu bringen. Dann hat man ein Fest gefeiert und man kann unter Einfluss von Methamphetamin sehr, sehr lange trinken. Es verändert zwar nicht die Blutalkoholkurve, also man wird immer betrunken, ne? Aber es bestimmte Fähigkeiten, die normalerweise aussetzen, wenn man trinkt, dass man gar nicht mehr das Glas halten kann oder dass man gar nicht mehr auf den Beinen stehen kann, die können weiter geleistet werden. Dadurch war dieser extreme Alkoholgenuss und dafür war das einfach sehr beliebt, aber auch so als Tauscheinheit wurde es benutzt, wie dann später auch Zigaretten. Nach dem Krieg haben wir...
kann ich dazu noch mal was sagen? Das Geschenk, also die Quelle mit dem Geschenk, das ist so Oral History oder so, die Soldaten kamen nach Hause und haben gesagt, guck mal. Also das Beliebte, das ist einfach von Großmüttern sozusagen eingesammelt, die dann brachten halt Chanel Nummer 5 und ein Päckchen Perpetin ihren Frauen mit nach Hause oder Freundinnen oder so. Das war so ganz gängig. Als, es ist natürlich ganz viel. Also diese Sachen, es gibt ein ganz gutes, über diesen Zusammenhang gibt es ein ganz gutes Buch, eine ziemlich gute Materialsammlung, die heißt Nazis on Speed. Aber diese andere Sache ist natürlich einfach auch sehr viel Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe. Also was es auch einfach sehr viel gab, es wurde ja unheimlich viel noch so in letzter Minute Abiture geschrieben, bevor die Leute in den Krieg gegangen sind, oder die Leute haben noch ihre Doktorarbeit in 2 Wochen fertig geschrieben. Dafür wurde einfach sehr, sehr großzügig das vergeben. Und darüber gibt es einfach sehr viel, wenn man dann so anfängt nachzufragen, hört man die Geschichten. So. Und gab es da schon Bewusstsein, dass es sich um sowas wie eine Droge handelt? Oder war das mehr so eine nette Medizin, die irgendwie, so wie manche Leute gerne Hustensaft trinken? Naja, es war sozusagen die Möglichkeit, also in dem Moment, wenn ich auf dem Beipackzettel lese, ich kann statt Heroin auch das nehmen. Dann kann ich mir ein bisschen was so überlegen. Oder ich kann statt Kokain auch das nehmen. So. Es war einfach etwas ganz normal Verpacktes, es war etwas, was sehr freizügig vergeben wurde. Es gibt ab 38 das erste Mal, dass sowas wie Missbrauch festgestellt, also das wird dann einfach so, das ist ein Student tot umgefallen in der Prüfung, tot, ja. Da hat man dann gesagt, das handelt sich wohl um Missbrauch. aber es war erstmal einfach eine gängige Ware. Es war sozusagen bis dahin gibt es so eine Drogengesetzgebung, das ist der Harrison Narcotic Tax Act, der unterscheidet in den medizinischen und den außermedizinischen Gebrauch. Das ist so die Unterscheidung, dass man sagt, es gibt bestimmte Stoffe, die gibt es im Krankenhaus, wie Kokain, und die gibt es aber auch woanders. Und bei diesem Harrison Narcotic Tax Act ging es natürlich auch, wie der Name schon Tax, Steuer sagt, sehr, sehr stark darum zu kontrollieren, wer handelt mit Drogen und die Leute mit Steuern zu belegen. Ich habe einfach gesagt, das ist medizinischer Gebrauch, da gibt es eine Steuermarke drauf und es gibt einen außermedizinischen Gebrauch. Damit gibt es aber natürlich auch so eine Definition von Gebrauch und Missbrauch. Ich mag diese beiden Ausdrücke eigentlich nicht, weil man kann genauso gut fragen, ob diese Erfindung von 40 verschiedenen Anwendungsgebieten, von denen man dann innerhalb von 10 Jahren feststellt, dass 35 totaler Quatsch sind, von denen langfristig nur 2 übrig bleiben, das kann man ja genauso als Missbrauch bezeichnen. Ich würde eher von Nutzung und Umnutzung oder von, das finde ich so, ist ein wertfreier Begriff. Das ist irgendwie die Definition von, das galt nicht als Rauschgift. Also das war sozusagen in der Vorgabe galt es nicht als Rauschgift. Das war ja etwas ganz klar definiertes. Und wenn aber dann müsste man ja im Grunde auch die ganze Generation der Großeltern oder Großväter besser gesagt, also da ist ja auch relativ schnell die Gefahr einer Abhängigkeit, also entsteht ja oder besteht ja dann eigentlich auch nicht. Das Problem war eher ein anderes, also das mit der Abhängigkeit wurde auch ganz offen, das gibt es in Medizinzeitschriften der Zeit, also die militärische Annahme war, der Soldat wird nicht abhängig. Das ist also einfach aufgeschrieben. Unter sozusagen militärischer Aufsicht ist das die Gefahr der Abhängigkeit nicht gegeben. Es gab natürlich Leute, die einfach ein Problem damit bekommen haben. Es gibt einerseits Amphetaminpsychosen, die auftauchen. Und es gibt aber auch schon auf einem viel niedrigeren Level einfach Halluzinationen. Und das ist relativ ausführlich dokumentiert, dass natürlich unter dieser extremen Kampfsituation dann gerade bei den U-Boot-Truppen haben einfach sehr viele Soldaten dann angefangen zu halluzinieren. Und das war natürlich sehr negativ. Es hat dann auch eine Einschränkung gegeben. Es gab so eine generelle Gesundheitswelle in Deutschland, 41, die hieß es einfach nicht mehr rauchen, Schwarzbrot essen und weniger Perpetin. So, also, das ist so
so gewesen. Da hat man das eingeschränkt, einfach weil die Zahl der Einlieferungen von Leuten, die einfach wirklich massiv unkontrolliert halluziniert haben, gestiegen ist. Also so in die Geschichte des Vietnamkriegs hat sich das ja so eingeschrieben, dass man eben weiß, dass wahnsinnig viele einfach Morphium- oder Heroinabhängig wieder zurückgekommen sind. Und dass das jetzt so auch zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges gehört, dass eben ganz viele im Grunde wahnsinnig viel Speed konsumiert haben auf so eine Art, also nicht, dass damals, der hieß ja damals nicht Speed, ne? Gehört ja nicht zum Common Sense der Kriegs- oder der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, oder? Also liest man selten, würde ich sagen. Ja, mir ist mittlerweile etwas vertraut. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt. Ich denke so, als die meisten, die damit zu tun haben, wissen irgendwie schon. Das gehört einfach zu den Mythen, die da drum. Aber es sind natürlich, es ist ja auch nicht nur jetzt der Zweite Weltkrieg, also einfach der Erste Weltkrieg hat sehr stark zur Verbreitung von Kokain beigetragen. Einfach auch über Soldaten. Die napoleonischen Kriege haben sehr stark zur Verbreitung von Cannabis beigetragen. Heroin ist letztlich auch. Morphium durch Kriege verbreitet worden, Alkohol auch. Also Krieg ist immer ein sehr, sehr starker Motor zur Verbreitung, also weil einfach die Bereitschaft gab, in pharmazeutische Mittel im ganz Breiten zu investieren, einfach auch Gruppierungen Drogen zugänglich zu machen, die normalerweise, also Rauschmittel sind von der Tendenz was relativ Elitäres gewesen, beziehungsweise etwas um Arbeit zu kontrollieren, also einfach damit sich Arbeiter am Wochenende so sehr die Huke vollhauen, damit sie nicht auf dumme Ideen kommen. So, aber sonst, das ist ja schon relativ gezielt, aber das hat einfach immer wieder zu so einer Massenverbreitung von Drogen beigetragen. Und das war einfach die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und das kam dann zusammen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas übersprungen, ne? So ein Loch. Okay. Wir waren eigentlich bei dem Geschenk, was man nach Hause brachte. Chanel, genau. Ja. Sozusagen. Und dann sind wir abgeschlafen durch die Fragen. Aber ja. Ist in der Entwicklung des Zweiten Weltkriegs noch was, was wir wissen sollten? Ja, nur diese Stuka-Geschichte vielleicht. Das ist ja, glaube ich, auch so relativ bekannt als Mythos. Es gab halt einfach diesen Kunstflieger Ernst Udet. Also es wird einfach von vielen als Stuka-Droge bezeichnet. Und es gibt aber auch diese sehr bekannte Platte von Primal Scream, die vielleicht viele kennen, wo diese ganzen Verbindungen auch so angedeutet werden. Und es gab halt Ernst Udet, das war ein Kunstflieger in den 20er Jahren, Jagdbomber im Ersten Weltkrieg, und der wurde so als populärer Volksheld, der konnte halt so Sachen wie unterdrücken, durchfliegen und so Kreisel schlagen. Und der wurde von Göring zur Luftwaffe geholt, einfach als Sympathieträger. Und war aber jetzt so als Schaustellertyp vollkommen überfordert und hat angefangen dann Unmengen, also der musste ja Verwaltungsarbeit machen und so Präsentationsarbeit und hat dann angefangen, der hat vorher schon sehr viel getrunken und das dann kombiniert auch mit dem Methamphetamin und hat, um sozusagen seine nicht abgeleistete verwaltungstechnische Arbeit zu kompensieren, hat er ganz viel gezeichnet und ganz, ganz viele Waffen entwickelt und eine der einerseits schrecklichsten, aber halt auch am bekanntesten geworden Waffen ist dieser Stuka-Flieger. Die Idee des Stukas ist halt, dass der Pilot so einen direkten Blick auf das Ziel hat, was er angreift am Boden. Und er fliegt so einen ganz geraden, das kennen die meisten auch wahrscheinlich so, relativ senkrechten Flug nach unten und dreht dann im letzten Moment um. Und das ist halt einfach so eine wirklich absolute Speed-Fantasie. Und auch wenn man diese Zeichenbücher und dieses Manische daran sieht und auch dann seinen Versuch, peu à peu, das funktioniert natürlich nur für bestimmte sehr leichte Flugzeuge, aber er hat dann versucht, sehr, sehr viele, auch ganz schwere Bomber darauf umzurüsten, dass die diesen Steilflug nachvollziehen können und so das Ziel angreifen können. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das dann irre populär und halt auch sehr passt so in den Zeitgeist hinein, in einem sehr offenen, affirmativen Verhältnis zur Technologie, wird einfach sehr viel genommen von Leuten, die lange am Stück arbeiten müssen, von Lkw-Fahrern. Über die Lkw-Fahrer kommt es in diese Country-Musik-Szene. Da gab es so in dieser frühen Rock'n'Roll- und Country-Musik-Szene gab es so eine Art Ritus, dass die Lkw-Fahrer waren halt das Publikum. Und wenn ihnen ein Auftritt dann gut gefallen hat, die haben damals das gekauft in so großen
dann so große Abpackungen, ja, 1000 Stück. Und dann wurde so applaudiert, indem man so einen Regen gebraucht hat aus Tabletten auf die Bühne, in sich die Musiker dann so einkehren konnten. Und es wandert dann so jetzt auch gerade dadurch, dass es so billig war. Das hat dann zum Beispiel auch die Mordbewegung in England großen Eindruck, so die erste Jugendbewegung, wo es so ganz intensiv auftaucht. Und da hat es einfach auch damit zu tun, dass es sehr viel billiger war. Es hat also ein Zehntel gekostet, sich mit Amphetamin wegzuschießen im Verhältnis zu dem, was es gekostet hätte, sich im gleichen Maß mit Alkohol wegzuschießen. Und es war einfach, Alkohol wäre nicht bezahlbar gewesen. Und deswegen ist es da, war dann die Entscheidung fürs Blut. Und weil es halt einfach auch sehr, sehr gut gepasst hat. Es gibt dann so eine erste, natürlich auch bedingt im Koreakrieg und im Vietnamkrieg wurde sehr viel, nicht nur Amphetamin, sondern dann auch verstärkt. Also im Koreakrieg entsteht diese Verbindung aus Heroin und Speed. Das ist dann Speedball. Speedball ist ursprünglich eigentlich die Verbindung von Kokain und Heroin. Also wo man so eine eigentlich beruhigende Wirkung konfrontiert mit einer sehr, sehr stark anregenden Wirkung. Das ist dann meistens auch injiziert. Das ist so wie so ein sehr viel rauschhafter. Amphetamin wirkt eher so etwas langsam. Da geht es eher um diese sehr langen Zeitbewegungen oder auch darum, tagelang am Stück wach zu sein. Und das hatte dann eher mit so einem Einschlag zu tun. Also diese Wirkung von Speedballs. Und was natürlich auch auftauchte, gerade bei den Leuten, die das sehr viel genommen haben, und das hat dann in Vietnam eine große Rolle gespielt, ist die Kombination von Beruhigungsmitteln mit Amphetamin. Also dass man quasi den Tag beginnt damit, Amphetamin zu nehmen und ihn damit beendet, dass man Beruhigungsmittel nimmt. Und das ist, hat im Gegensatz zum reinen Amphetamin sehr viel fatalere Folgen. In dem Buch geht es mir dann halt häufig darum, zu beschreiben, wie das in die Arbeiten von Künstlern eingeflossen ist. Zum Beispiel, also in ganz, ganz unterschiedlicher Form, Amphetamin löst die sprachbildenden Zentren im Gehirn. Das führt dazu, dass einerseits sowas wie ein Laberflash entsteht, aber auch, dass, also dass Leute einfach sehr viel, sehr, sehr viel reden. Oder auch sehr, sehr viel schreiben. Nicht unbedingt immer sehr konzentriert, das ist, hängt auch ein bisschen von der Voraussetzung des jeweiligen, der jeweiligen Person ab. Und deswegen haben das sehr viele Schreiber benutzt, die unter hohem Zeitdruck sehr viel schreiben mussten, also Drehbuch, sehr viele Drehbücher. Drehbuchschreiber haben das genommen, Journalisten natürlich, aber auch Autoren, wie zum Beispiel Philip K. Dick, das ist ein Science-Fiction-Autor, den viele bestimmt kennen durch den Film Blade Runner, der damals einfach, der musste alle 2 Monate ein Buch abliefern. Und um dieses Tempo zu halten, hat er halt Amphetamin genommen, wusste am Anfang gar nicht, was das war. Und bei ihm kommt halt dazu, es gibt sehr viel, es gibt keine einheitliche Wirkung von Amphetamin, aber es gibt so bestimmte Dinge, die Stereotyp, also bei sehr vielen auftreten, und dazu gehören einfach auch so bestimmte paranoide Tendenzen. Und paranoide Tendenzen sind natürlich sehr gut, wenn man Romane schreibt, weil in dem Moment, wo man so eine paranoide Stimmung kommt, fällt es einem sehr viel leichter, Dinge, die man normalerweise vielleicht nicht zusammendenken würde, zusammenzudenken. Und daraus lassen sich natürlich wunderbar Geschichten entwickeln. In dem Moment, wo man plötzlich zwischen allen möglichen Dingen Verbindungen herstellen kann und sich daraus so für andere sehr überraschende Geschichten ergeben. Das heißt nicht, dass jetzt jede paranoide Fantasie zu einem unterhaltsamen Roman führt, aber den kann das sehr gut umsetzen können. Es gibt auch so ein anderes Moment, also es gibt so die Vorstellung der Leistungsdroge, Speed wäre eine Leistungsdroge. Das stimmt auf eine Art, aber auf eine Art stimmt es natürlich auch gar nicht, weil bei vielen führt das einfach nur zu Leerlauf oder zu, manche können darauf etwas umsetzen. Zum Beispiel gibt es auch dieses Moment des Punding, das ist auch ein Begriff, der in der Medizin geprägt wurde, um zu beschreiben, so eine Lust an bestimmten, an der Wiederholung bestimmter monotoner Tätigkeiten. Also meinetwegen einen Punkt 100 Mal, 200 Mal, 300 Mal mit dem Stift auf ein Blatt Papier zu setzen oder eine Uhr auseinanderzubauen.
und sie dann zu einem Ornament hinzulegen. Das hat einerseits dazu geführt, dass jemand wie Andy Warhol eine sehr, sehr wichtige Erfindung gemacht hat für die Kunst des 20. Jahrhunderts, dass er 20 Mal das gleiche Bild nebeneinander gesprochen hat, oder dass es loop-basierte Musik gibt, die ja auch alle mit so Soundprogrammen. Aber es wird natürlich nicht zwangsläufig dazu. Also von daher, weil mir wurde gesagt, ich würde so sehr Werbung machen dafür, dass das so ein Durchzug zum Erfolg wird. Das kann man nicht so sehen, meines Erachtens. Speziell durch Vietnam, aber auch durch so eine allgemein auftretende Technologieskepsis in den 60er Jahren, aber auch durch meines Erachtens so einen Klassenaspekt, taucht dann so eine Kritik auf. Bis dahin läuft das einfach so mit. Es entsteht, was das Einzige, was entsteht, ist Anfang der 60er Jahre, das erstmal so flüssiges Methamphetamin, was man injizieren kann, vom Markt genommen wird, einfach weil das zu massiv kursiert. Und das ist übrigens dieses Buch von Larry Clark, handelt von diesen Szenen, wo es um dieses flüssige Methamphetamin, das war einfach eine Ersatzdroge, wenn jemand Alkoholprobleme hatte oder Morphiumprobleme oder so, konnte er sich das als Ersatzdroge verschreiben lassen. Und dann entstand ein so schwunghafter Handel, dass man von diesem Modell abgekommen ist. Und daraufhin entstehen die ersten Labore, wo Leute das selber herstellen. Es ist nicht ganz unkompliziert, es ist aber auch nicht so kompliziert, das herzustellen. Also es ist wesentlich unkomplizierter als die Herstellung von Ecstasy oder LSD. Aber es bedarf schon chemischer so Grundkenntnisse. Und das fängt dann an in Kalifornien, dass diese Labors entstehen und dann wandern sowohl diese Herstellungswege als auch diese Kultur. Es hat sehr viel mit so einer Do-it-yourself-Kultur damals zu tun. Es hat einfach mit so einer experimentellen Lebensform zu tun. Es hat damals noch nichts mit, und auch bis heute nicht, und dadurch unterscheidet sich das auch sehr stark. Also auch bis heute gibt es einfach eine Amphetamin-Selbstherstellkultur, die jenseits von sowas wie organisierter Kriminalität ist. Es gibt zwar dann irgendwie bestimmte organisierte kriminelle Gruppen, die sich da auch draufsetzen. Das ist aber nur ein Phänomen neben anderen, einfach auch, weil es immer billig geblieben ist, relativ billig. Während mit anderen Drogen dann eher so auch eine Kontrolle durch bestimmte Organisationen auftaucht. Das halt spielt dann auch bei dieser Brandmarkung eine Rolle. Es kommen da so vier Punkte zusammen in den 60er Jahren. Einerseits eine Skepsis darüber, ob das technologisch, ob man immer so weitermachen kann, schneller, weiter, schneller, weiter. Die speziell von der Hippie-Bewegung kommt. Die Hippie-Bewegung wollte sich aber andererseits auch, das war eher eine, die aus dem gehobenen Bürgertum kam, als so soziale Bewegung, und die auch Drogen nehmen wollte, die sich natürlich unterscheiden wollte von so lauter LKW-Fahrern, Taxifahrern, Proletariern, die ganze Zeit schon Drogen nahmen. Und deswegen wurden dann diese neuen Drogen, die mit der Hippie-Bewegung kamen oder ihr Comeback erlebten, wie halt LSD und dann später Kokain, wobei bei Kokain dann halt auch das Geld eine große Rolle spielte, wurden dann als intelligente Drogen dargestellt, während Speed in diesem Leumund der Schlechten, der Elenden, der Schäbigen einfach nur mieser Chemie kam. Das entsteht so Mitte, Ende der 60er Jahre, und da entsteht auch dieser Slogan Speed Kills. Und der kommt also aus so einer sozialen Bewegung, wird dann aber sehr schnell weitergetragen von solchen Zeitschriften wie Parents oder Reader's Digest, also konservativen Zeitschriften, und geht dann sehr schnell rüber zu Regierungsmaßnahmen und ist dann mit der Auslöser für den War on Drugs, wobei der natürlich ein sehr gespaltenes Verhältnis am Anfang hat zu Amphetamin, weil es einerseits auch sehr viele Konzerne gibt, die das anbieten, und andererseits gibt es das Illegale. Mitte der 70er Jahre ist es dann richtig so, gilt es als mies, schäbig, schlecht, ist eigentlich nur noch, gehört zu so Subkulturen und spielt auf dem Markt auch eine geringere Rolle. Und dann gibt es so ein Comeback in den 80er Jahren oder späten 80er Jahren, was meines Erachtens, also das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, also wie
bestimmte Drogen einfach mit einerseits so Zeitströmungen, aber auch mit bestimmten ökonomischen Entwicklungen sich bewegen. Es gibt nämlich diesen Aufruf von Ronald Reagan oder der Regierung Reagan 85, dass Amerika sich wieder der Technologie zuwenden soll, dass sie wieder irgendwie zu dem, was Amerika groß gemacht haben, zurückkehren soll. Und das Leitbild ist dafür der Krieg der Sterne, Star Wars. Und in dem Zuge erlebt natürlich auch die Pharmaindustrie seinen sehr, sehr starken Aufschwung und etwas Zeit verschoben, auch Amphetamin. Amphetamin wird dann die große Droge bei der Behandlung von Kindern, aber auch die Droge von Techno. Und erlebt mit einer Verschiebung von 5 Jahren einen ungeheuren Boom Anfang der 90er Jahre, der in vieler Hinsicht, also es ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass es derzeit einen Boom gibt, aber es gibt es ist einfach stetig seitdem in sehr, sehr massenhafter Form präsent. Und wobei der kontrollierte Anteil einen sehr, sehr großen Anteil hat. Es gibt auch weiterhin eine militärische Nutzung. In Afghanistan zum Beispiel wird es weiterhin eingesetzt, wobei das Militär an Verbesserungen arbeitet, Verbesserungen in der Hinsicht. Es gibt jetzt ein neues Mittel, das heißt Modafinil, was seit dem Zweiten Golfkrieg auch schon so in der militärischen Testung ist. Und da gibt es nicht mehr die euphorischen Effekte. Es wird nur noch gezielt auf die Schlafwachzentren eingewirkt. Der Wunsch ist also sozusagen nicht mehr den Soldaten, dass so diese Euphorie weg, das so einfach nur gezielt lange am Stück wach zu halten. In dem ja schon mehrmals erwähnten Krieg gegen Drogen hat es eine erstaunliche Offensive gegeben. Der Krieg gegen Drogen gilt eigentlich so allgemein als gescheitert, ist natürlich auch viel zu teuer mittlerweile, weil die Zahl der drogennehmenden, auch illegal drogennehmenden Personen immer viel, viel größer wird. Und deswegen geht es halt eher darum, das Ganze im Blick zu bekommen. Es gibt immer weniger Interventionen. Die Tendenz geht einfach zum sehr offenen Handel, beziehungsweise dazu, an bestimmten Punkten durch Substitute zu ersetzen. Also wenn man bestimmte Brennpunkte für Heroin beobachtet, dann ist einfach eine ganz klare Verschiebung, dass das Gros nimmt nur noch Substitute. Das heißt also Industrieprodukte, die das ersetzen sollen, die in ihrer Herstellung, zumindest an den Steuerweg, der zwar teilweise illegal gehandelt werden, in ihrer Herstellung, aber an so eine industrielle und steuerliche, vor allem finanzielle Kontrolle angeschlossen sind. Und es gibt, das ist jedenfalls meine Beobachtung und das teilen auch eine ganze Menge, kein Interesse sozusagen einzugreifen, wenn nicht andere Bereiche erfasst werden. Deswegen ist es, denke ich, auch sehr lange Zeit fast gar kein Interesse an Speed da gewesen. Speed hat nie großes Geld umgesetzt und war im Gegensatz zu anderen Drogen, die Verfolgung bei Heroin, da war es einfach sehr, sehr wichtig, dass man über die Argumentation, man möchte Heroin kontrollieren, den Handel damit, mit dieser schrecklichen Droge, konnte man sich Zugang in bestimmte migrantische Milieus verschaffen oder hatte eine Argumentation dafür. Das ist durchgehend so ein Motiv natürlich in diesen War on Drugs, also in einer Gesellschaft, die sich immer mehr, wo es nicht mehr so eine zentrale Kontrolle gibt, sondern wo sehr viele Milieus nebeneinander entstehen und in bestimmte, zum Beispiel kurdische Milieus, konnte sich einfach zum Beispiel der deutsche Staat, gar keinen Zugang verschaffen. Und da war Heroin ein wichtiges Argument. Dass derzeit zum Beispiel Crystal so massiv auftaucht in den Medien, während, das ist nicht nur meine Beobachtung, das beobachten auch viele von so Drogenberatungsstellen, ist auf dem Markt nur eine nachgeordnete oder relativ kleine Rolle, auf keinen Fall eine proportionale Rolle, zu der Medienpräsenz hat, hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass es darum geht, auf bestimmten Grenzverkehr größeren Zugriff zu bekommen und in bestimmte sich potenziell entstehende so Grauzonen Einblick zu verschaffen, die einfach dadurch, dass relativ viel aus dem ehemaligen Ostblock kommt und diese Grenzen da derzeit noch sehr porös sind. Es sind sozusagen vorgeschobene Sachen. Eine große Offensive
innerhalb dieses War on Drugs hat es gegeben vor 5 Jahren und die ist auch im Zusammenhang mit Amphetamin und Methamphetamin gewesen. Die ist hier fast gar nicht in der Presse aufgetaucht. Das war in Thailand. Thailand ist ein Land, wie eine ganze Reihe asiatischer Länder, wo das die zentrale, eine der zentralen Drogen ist. In Japan ist zum Beispiel der Anteil von Speed auf dem Drogenmarkt, dem illegalen Drogenmarkt, 80%. In Thailand ist es etwas weniger, aber auch erheblich. Und größtenteils kommt das dort verkaufte Methamphetamin und Amphetamin aus Myanmar. Und es kommt dann über so eine relativ offene Grenze. Und Myanmar ist auch so ein bedrohlicher blinder Fleck. Jedenfalls gab es diese Offensive, innerhalb von der hat die damalige thailändische Regierung eine Liste von 40.000 angeblich in den Amphetaminhandel verwickelten Personen erstellt und dann die Polizei unter ziemlich massivem Druck gesetzt, also die einfache Straßenpolizei, dieser Liste Herr zu werden, was natürlich eine völlig absurde Aufgabe ist. Innerhalb von 6 Wochen hat es dazu geführt, dass 2.500 Menschen erschossen worden sind, also ohne irgendwelche Verfahren oder irgendwas, sondern einfach nur in dieser Anti-Drogen-Offensive. Das hat es bis dahin nie gegeben. Und daraufhin sind dann auch Anfragen gestellt worden von Menschenrechtsorganisationen, wie das dazu kommen könnte, dass Thailand einen so aggressiven Krieg wegen Drogen führt. Und die United Nations haben dann darauf geantwortet, dass sie diese Offensive für richtig halten, dass sie glauben, dass Thailand eine gute Drogenpolitik führt, und zwar mit der Argumentation, Kinder hätten das Recht, in einer drogenfreien Umgebung aufzuwachsen. Und ich denke, dass man an dieser Äußerung ziemlich deutlich sehen kann, die ganze Absurdität der gegenwärtigen Drogenpolitik oder die absolute Widersprüchlichkeit. Das ist natürlich dieser Wirkstoff, der in Myanmar hergestellt wird, Amphetamin und Methamphetamin, unter anderen Produktionsumständen, unter denen von industriellen Bedingungen. Da wird natürlich in kleinen provisorischen Labors hergestellt, mit auch anderem Zweck, das zu nutzen. Aber trotzdem handelt es sich im Kern um den gleichen Wirkstoff, der von Konzernen wie Novartis, Galaxo und so weiter hergestellt wird. Nicht den gleichen, einen sehr, sehr ähnlichen Wirkstoff. Teilweise aber auch den gleichen, weil Amphetamin und Methamphetamin werden auch zur Behandlung von ADHS-Kindern genutzt. Der so massenhaft unter Kindern verbreitet wird. Und ich denke, was daran halt das große Fragezeichen ist, ob es nicht bei dieser Drogenpolitik im Wesentlichen darum geht, Technologien zu kontrollieren, den Zugriff auf Technologien zu kontrollieren und nicht im geringsten einen anderen Umgang mit Drogen herzustellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, gerne Fragen, wenn es gibt. Ich dachte, dass wir geredet haben. Das war so.